kann es kaum erwarten, gegen Don Eldo zu spielen. Ich habe gehört, dass er schon fast eine Legende ist. Es scheint, Club Palmentieri ist doch immer kurz davor, den nächsten Edwin zu finden. Edwin? Wer ist Edwin? Du bist einfach zu jung. Er war einer der besten Spieler auf der Welt. Und dann, eines Tages, verschwand er einfach. Was meinst du damit? Er verschwand. Ich war noch ein Kind, als das passierte. Es war das Super League-Finale. Für Club Palmentieri stand es 0-3. Doch dann schoss Palme 3 Tore und sie schafften zum Spielende 3-3 Gleichstand. Also kam es zum Elfmeterschießen. Und dann stand es 5-4 für Azul. Edwin war der letzte Elfmeterschütze für Palma. Auf ihm ruhten nun alle Hoffnungen. Auf diesen Schuss lastet ein Riesendruck! Aber er ging daneben. Manche sagen, er zerbrach unter dem Druck. Seine 3 Tore während des Spiels waren wohl nicht ausreichend. Danach ist er für immer verschwunden. Vom Helden zur Null. Don Eldo sagt, er macht die Super Strikers fertig auf die Palmentieri Art. Was meint er? Ah, das ist ihre Art, jedes Spiel anzugehen. Rasend schnell und flink, zielgerichtet wie Katze, nicht wahr? Sehr geschmeidig. So wie ich mit den Ladies, du weißt schon. Aber Don sagt, er wäre der beste Spieler, den die Welt je gesehen hat. Ha, da haben wir auch noch ein Wörtchen mitzureden. Also gut, Jungs. Macht euch bereit für eure erste Begegnung mit Palme. Nee, Mami, ich hab die Buletten wirklich nicht gegessen. Hä? Was? Zeit für ein kleines Freundschaftsspiel. Am Strand. Wow! Schaut mal, die ganzen Leute. Die Super Strikers werden ihr blaues Wunder erleben. Du denkst wohl, du bist der nächste Edwin. Hä? Vergiss es. Vergleich mich niemals mit diesem Loser. Er hat sein Team und seine Fans im Stich gelassen. Man ist immer nur so gut wie im letzten Spiel. Denk daran, wenn du dieses Spiel verlierst. Vergiss es, Mann. Heb's dir für das Spiel auf. Heute haben wir für euch ein interessantes Freundschaftsspiel. Super Strikers gegen die berühmten Palmentieri am Strand. Kommen die Super Strikers gegen die Palmentieri Art an? Wenn der Platz aus Sand ist, schauen wir es uns an. Die Strikers machen den Anfang. Cool Joe macht seine Sache ganz gut. Verpiss dich. Nicht einfach, den Ball im Sand zu kontrollieren. Und schon kommt der Gegenangriff. Palme spielt so flüssig, so rasant im Sand. So einwandfrei. Die Super Strikers können einfach nicht mithalten. Sieht so aus, als müssten sie Sand fressen. Ich frage mich, ob sie auch gerne Gras probieren wollen. Twisting Tiger kann ihm nicht folgen. Wenigstens ist heute ein Super Striker wach. Ganz offensichtlich haben die Super Strikers nicht den Hauch einer Chance gegen Palme. Weiter Einwurf von Big Bo. Hast du Probleme im Sand zu tanzen, Dancing Roster? Wow! Achte auf diese alten Tricks, Shakes. Es ist noch nicht vorbei, Jungs. Das Spiel könnt ihr nicht mehr retten, aber vielleicht euren Stolz. Wir sehen uns beim richtigen Spiel, Shakes. Wow. Sowas habe ich noch nie gesehen. Wie sollen wir beim richtigen Spiel gegen sie gewinnen?
Wir haben 3 Tage Zeit, um uns auf das Spiel vorzubereiten. Wie sollen wir ein Rezept gegen Palmentieri finden in nur 3 Tagen? Ja, wie sollen wir ein Rezept gegen Palmentieri finden? Wir finden eine Lösung. Für den Anfang habe ich uns die beste Trainingseinrichtung in Rio organisiert. Dort fangen wir an. Bis dahin habt ihr heute Abend erstmal frei. Jake? Hä? Hast du keinen Spaß? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie wir gegen Palma ankommen sollen. Jedes Mal, wenn wir etwas versuchen wollten, waren sie einfach viel schneller. Macht euch nicht verrückt. Lasst uns ein bisschen Spaß haben. Hey! Stopp! Du brauchst meine Hilfe. Deine Hilfe? Und ich brauche deine. Bei was? Komm einfach mit mir mit und du wirst es sehen. Wohin gehen wir? Wir sind fast da. Hi, Dad. Ich bin zu Hause. Er hat es für Palmentieri vermasselt. Für Palmentieri vermasselt. Für Palmentieri vermasselt. Hallo, Prinzessin. Oh, Edwin? Ich bin Luisa. Das ist mein Vater, Edwin. Dad, das ist Shakes von den Superstrikers. Sie brauchen deine Hilfe. Niemals. Ich kann nicht. Die Fußballwelt vermisst dich, auch wenn du es nicht glaubst. Du verschwendest deine Zeit. Du solltest gehen. Aber Dad, du kannst doch nicht den Rest deines Lebens hier sitzen und dir das immer und immer wieder anzauen. Es tut mir leid. Wir brauchen deine Unterstützung für das Spiel gegen Palmentieri. Da draußen warten 11 Typen auf deine Hilfe. Und wir alle sind bereit, hart zu arbeiten, wenn du uns die Palme abzeigst. Warte. 2 Bedingungen. Du hilfst uns? Erstens, absolute Entschlossenheit. Okay, klar. Was zweitens? Wenn ihr verliert, darf niemand erfahren, dass ich die Superstrikers trainiert habe. Geh und sag dem Team, sie sollen ihre Taschen packen und sich auf das härteste Training ihres Lebens gefasst machen. Wow, schau dir das an. Es ist alles neu. Es ist fast so beeindruckend wie... Guten Morgen, Strikers. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Wow, das ist ein schönes Studio, Coach. Es ist schön, nicht wahr, Jungs? Ja. Yeah. Yeah. Oh ja. Abgefahren. Schön, dass es euch gefällt. Aber wir trainieren nicht hier. Was? Wo dann, Coach? Im Amazonas-Dschungel. Ja. Yeah. 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 Was? Edwin? Wow. Wow. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich vermisse meine Gewichte. Was tun wir hier? Hier werden wir doch überhaupt nichts lernen können. Das ist der beste Ort, um sich auf die vorliegende Aufgabe zu konzentrieren. Die Palmeart hat etwas mit Überleben und Instinkt zu tun. Als ich noch trainierte, gab es keine schicken Geräte. An diesem Ort könnt ihr die Fähigkeiten testen, von denen ihr nicht einmal wusstet, dass ihr sie habt. Hier werden wir die Skills perfektionieren, die ihr gegen Palmentieri braucht. Genau hier hat Palme seine 3 herausragenden Stärken trainiert. Geschwindigkeit, Beweglichkeit und Balance. Okay, Jungs. Stellt euch in einer Reihe auf und hört zu. Ei, Karumba! Nicht schon wieder Sand. Das ist nicht irgendein Sand. Das ist Treibsand. Hä? Um eure Geschwindigkeit zu steigern, müsst ihr mit dem Ball auf die andere Seite rennen. Ist das ein Ernst? Shakes, du zuerst. Ich? Ja, Mann. Ich glaube, er meint es ernst, Brother.
Das ist cool. Du nimmst es auf die leichte Schulter. Als nächstes, Beweglichkeit. Dieser Hindernisparcours führt euch durch den Dschungel und über den Fluss. Ihr müsst von einem Punkt zum nächsten kommen und dafür nur die Steine und Lianen benutzen, die ihr auf dem Weg findet. Du, El Matador, du bist der Erste bei der nächsten Übung. Ich? Du musst auf dem schwimmenden Stamm balancieren und den Ball darauf kontrollieren. Hey, schaut mal! Ich schaffe es! Ich schaffe es! Hey, wenn man die Augen schließt, kann man sich vorstellen, dass wir gar nicht in diesem Dschungel sind, sondern in einer paradiesischen Oase. Oh, und keine komischen Viecher an deinem Bein vorbeischwimmen. Das ist der Amazonas, meine Herren. Hier überlebt nur, wer sich anpassen kann. Höher, härter, schneller, länger. Ihr habt es alle gut gemacht. Ich bin stolz auf euch. Das ist kein einfaches Training. Wofür ist das Zeug? Behalte den Rest. Voilà, inkognito. Machst du Witze? Du brauchst keine Verkleidung. Wir gewinnen. Ah, aber ich hab noch nicht gewonnen. Und außerdem kommen Luisa und ich zusammen mit euch allen ins Stadion. Super League Spieltag! Die Fans strömen herein, um ein Spiel zu sehen. Das verspricht ein weiterer epischer Super League-Kampf zu werden. Ach was. Super Strikers haben keine Chance gegen Palme. Don Aldo ist so süß. Niemals. Ich finde, Shex ist viel attraktiver. Ich hätte wetten können, dass ihr längst nach Hause zu Mami geflüchtet seid aus Angst vor uns. Dann hätten wir verpasst, dir zu beweisen, dass du nicht Edwin bist. Niemals. Was genau willst du damit sagen? Sagen wir mal, wir haben hart trainiert seit unserem letzten Treffen. Ich bedauere nur, dass du heute keinen Sand fressen wirst. Also, wen möchtest du gewinnen sehen? Dad? Das beste Team. Die Frage, die jeden beschäftigt. Haben die Super Strikers einen Weg gefunden, gegen Club Palminteri zu bestehen? Hoffen wir für sie, dass sich das Freundschaftsspiel vom Strand nicht wiederholt. Yep, dieses Spiel wird sicher genauso freundschaftlich. Trotz der Gerüchte, sie hätten heimlich für dieses Spiel trainiert, sieht es so aus, als würden die Super Strikers mit dem zurückschlagen, was sie drauf haben. Cool. Bisher klappt es. Nicht cool. Aber für wie lange? Gefährlicher Pass. Der Ball springt Shakes einfach davon. Erfolgreiche Abwehr von Palme. Bisher können sie mit Palme nicht Schritt halten. Mit ihren langen Bällen werden sie heute nicht weit kommen. Und da ist das berühmte Kurzpassspiel von Palminteri. Jetzt reicht's. Dancing Roster gibt Gas. Wenn du irgendwas auf dem Strand gelernt hast, Roster, wird es jetzt Zeit, das anzuwenden.
Es wird gefährlich für die Super Strikers. Abwehr! Nein! Tor für Palme! Bei Don Aldo sah das sehr einfach aus. Wisst ihr noch, was wir mit Edwin ausgemacht haben? Los jetzt! Absolute Entschlossenheit! Wir haben vom besten Spieler aller Zeiten gelernt. Erinnert euch an die Dschungelmoves. Kämpft auf Super Striker Art mit euren Herzen. Super Strikers! Mal sehen, ob der zweite Versuch des Kapitäns erfolgreicher sein wird als sein erster. Cool Joe kann jetzt seine Geschwindigkeit besser einsetzen. Cool Joe zu Twisting Tiger. Oh, neben Tiger sehen die Palme Jerry wie festgeklebt aus. Währenddessen hat Cool Joe seine Wache abgeschüttelt. Shakes hat den Ball. Er geht hin. Nein! Shakes schießt ihn gezielt in die linke Ecke. Tor! Was für ein Tor von den Super Strikers! Das Team wirkt wie ausgewechselt. Glaubst du wirklich, er geht zurück auf seine Couch, wenn wir verlieren? Wer sagt, dass wir verlieren? Meine Herren, es wäre eine große Schande, euch nicht mehr länger zu sehen. Deswegen wollte ich mich schon mal von euch verabschieden. Ihr spielt alle sehr gut und gehört zu den Besten, mit denen ich jemals gearbeitet habe. Ich habe unsere gemeinsame Zeit sehr genossen. Danke, dass ihr an mich geglaubt habt. Ich werde stolz auf euch sein, ob ihr gewinnt oder verliert. Das nennt ihr verabschieden? Edwin, auf drei! Eins, zwei, drei, Edwin! Wir werden die 3 Punkte nach Strikerland mitnehmen. Ich denke nicht. Ich zeige der ganzen Welt, weshalb ich besser als Edwin bin. Die jungen Spieler hatten wohl etwas zu besprechen. Hohoho, ich wüsste zu gern, was da unten gesagt wurde. Bisher haben die Palmetieris definitiv mehr vom Spiel. Pluspunkt an Super Strikers. Sie geben einfach nicht auf. Don Aldo will das beenden. Aber irgendwas sagt mir, dass die Strikers gerade ihren Rhythmus finden. Ey, Matador! Oh! Zeit für dein Tor. Hey! Wann immer du so weit bist, El Matador. Ja, die Uhr tickt. Das war stark! Wunderschön! Die Frage ist, können Palme gegen Super Strikers über ein Unentschieden hinauskommen? Ei, das Blatt hat sich anscheinend gewendet. Cool Joe kämpft sich frei und Shakes versucht sich freizulaufen. Treibsand! Ich muss bereit sein für Cool Joes Flanke. Der ist für dich, Edwin. Wow. Hä? Unglaubliches Tor von dem jungen Star der Strikers. Mac? Strikers haben gewonnen. Die Punkte gehen zurück nach Strikerland. Oh yeah, Baby. Shakes, das ist dein Sieg. Du hast Edwin gefunden und ihn überredet, dem Team zu helfen und sich selbst. Gut gemacht, Kumpel. Super Strikers. Hey, ist das? Das ist Edwin. Hey, es ist Edwin. Er ist zurück. Bist du Edwin? Du bist Edwin. Siehst du das? Niemand erinnert sich an den verschossenen Elfmeter. Ich hole die 3 Punkte zurück. Nächstes Mal. Hey, Donny. Ich kenne jemanden, der dir dabei helfen kann. Es dauert ein Leben lang, bis man zur Legende wird, Alter. Oh, ich muss los. Muss ein bisschen feiern gehen mit so einem Typen namens Edwin. Vielleicht hast du von ihm gehört. Rasta, sieh dir das an. Edwin kommt aus seinem Versteck, um den Super Strikers zu helfen. Und ich denke, wir haben ihm auch geholfen. Gut gemacht, Shakes. Haha, wirklich gut.
Es sind nur noch 4 Teams übrig. Morgen wird Invincible United gegen Nakama spielen, aber jetzt gehen wir zurück zur zweiten Halbzeit. Finden wir heraus, wer die ersten Finalisten sein werden. Die Super Strikers oder Barker? Sie nennen ihn nicht umsonst Dancing Ruster. Großartige Ballkontrolle von Shakes. Tor! Und das wird reichen. Die Super Strikers sind im Finale. Ich kann es nicht glauben. Wir sind im Finale. Ich spiele im Super League-Finale. Wer auch immer gegen die Strikers im Finale antritt, wird einen echten Kampf vor sich haben. Hm. Hallo? Tony? Hier ist Vince. Vince? Vince? Ja, der Vince. Du musst mir helfen, die Super League zu gewinnen. Wieso sollte ich dir helfen? Weil ich weiß, dass du eine neue Erfindung hast, die du unbedingt ausprobieren willst. Und da deine Jungs schon aus der Super League ausgeschieden sind? Okay, okay. Ich habe genau das, was du brauchst. Der Ball kann ferngesteuert werden, um sich von selbst zu bewegen. Er kann sogar vom Boden abheben. Aber nur, wenn man diese Fernbedienung hier gemeistert hat. Was ich natürlich habe, ganz klar. Nein, ich werde ihn bedienen. Wir haben immer noch ein Problem zu klären. Welches denn? Wir müssen herausfinden, wie wir diesen Ball auf den Platz und ins Spiel bekommen. Du hast recht. Ich glaube, ich habe den richtigen Mann für diesen Job. Nein, 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 nein! Nicht in Richtung Publikum sehen! Schieß ihn auf ihn und renn weiter! Morgen testen wir das bei Nakama. Also, gegen wen werden wir im Finale spielen? United hat wahrscheinlich einen verrückten Plan, um heute zu gewinnen. Ich weiß nicht, wem ich die Daumen drücke. Sowohl Nakama als auch United haben es echt drauf. Ja, aber United hält sich nicht an die Regeln. Eine tödliche Kombination. Oh, also das ist eine tödliche Kombination. Alter, rote Karte. Eine Frage bleibt. Wen werden die Super Strikers im Super League-Finale treffen? Nakama oder Invincible United? Miko Chen sieht gut aus auf dem Platz. Da stimme ich zu, Mac. Kann United ausgleichen? Sieht aus, als würde Invincible United wirklich versuchen zu gewinnen, indem sie fair spielen. Ha, wartet einfach ab. Meint ihr das ernst mit der Perücke und der Brille? Ha, mal sehen, ob das funktioniert. Invincible United müssen bald ausgleichen, wenn sie eine Chance haben wollen, ins Finale zu kommen. Sieht aus, als würde Scarrow den langen Weg gehen. Ups, der Ball ging gerade ins Aus. Nakama werden das Spiel 3-0 gewinnen. United sind nicht mal nah dran. Und das einzige Ungewöhnliche an diesem Spiel ist... Ist, dass nichts Ungewöhnliches daran ist, wie Invincible United spielt. Was ist hier gerade passiert? Miko Chen hat den Ball direkt zu United gepasst. Ein unglücklicher Fehler. Scarra scheint jetzt die Oberhand zu bekommen. Dieser Ball ist unglaublich. Er stellt mich direkt ins Rampenlicht. Und weniger als 5 Minuten vor Spielende gleichen sie aus. Ein weiterer Fehler von Nakama könnte sie das Spiel kosten. Hm.
Mascara mit einem vergeudeten Weitschuss. Der Torwart ist da? Nein, er hat ihn verfehlt. Tor! Invincible United hat ein unglaubliches Comeback hingelegt. Das Glück ist heute auf ihrer Seite. Tolles Spiel. Irgendwelche Gedanken über das Finale gegen die Super Strikers? Wir werden das Finale kontrollieren. Wir werden sie überrollen. Wir werden total Spaß haben. Da habt ihr es, Leute. Im Finale stehen die Super Strikers gegen Invincible United. Invincible United soll ohne zu betrügen so gut gespielt haben? Das ergibt keinen Sinn. Sehen ist Glauben. Aber von jetzt an ist Glück alles, was sie haben. Jeder weiß, dass man in einem Super League-Finale nicht betrügen kann. Die Sicherheitsmaßnahmen sind zu streng. Ich verstehe es nicht. United hat Nakama so einfach besiegt? Sie haben auf keinen Fall ohne zu betrügen gewonnen. Aber wie? Wir haben das Spiel gesehen. Wenn sie betrogen haben, müssen wir während des Finales in höchster Alarmbereitschaft sein. Ich glaube, ich muss ein bisschen untersuchen. Ich glaube, du hast recht. Heute ist Spieltag und das ist das Spiel, auf das wir alle gewartet haben. Das Super League-Finale ist endlich da. Achtet darauf, dass ihr auf dem richtigen Platz sitzt, denn es ist ausverkauft. Wer hätte gedacht, dass die Super League uns unseren Erzrivalen gegenüberstellen würde? Ich weiß, dass man Invincible United nicht trauen kann. Aber die Sicherheitsmaßnahmen sind hoch und wir werden alle beobachtet. Sie werden heute nicht mit irgendwelchen Tricks davonkommen. Außerdem, egal was sie uns entgegenwerfen, wir haben einen riesigen Vorteil. Wir sind... 1, 2, 3 Super Strikers! Dieses Spiel ist alles, was zählt. Es dürfen keine Fehler passieren. Halte den Kurs. Hast du mich verstanden? Ich verstehe. Super Strikers! Hey! Das Super League-Finale läuft! Wer wird am Ende der Sieger sein? Die Super Strikers oder Invincible United? Dancing Roster treibt den Ball in Richtung gegnerischen Strafraum. Unglaubliche Ballkontrolle. Die Super Strikers haben ihre Siegesform ins Finale mitgebracht. Ich hab's euch gesagt, Obres. Wir werden gewinnen. Denkt dran, mein Bruder. Nakama hat am Anfang ihres Matches auch gut gespielt. Aber Invincible United wurde immer besser und besser. Yeah! Dann müssen wir viele Tore schießen. Yo! Alter! Geh mir lieber aus dem Weg. Wir werden euch sowieso fertig machen.
Wenn du nicht mithalten kannst, dann fürchte ich, werdet ihr untergehen. Es tut mir wirklich leid, dass keiner von euch mit mir mithalten kann. Es ist immer noch Gleichstand. Das ist ein episches Finale, wie es im Buche steht. Aber ich glaube, die Liga-Fans auf der ganzen Welt werden zustimmen. Die Super Strikers stehen kurz vor einem Durchbruch. Ja! Ich liebe mich auch. Ich meine, ich liebe euch auch. Ja! Das ist eine tolle Darbietung der Super Strikers! Ja, United verlieren den Ballbesitz schneller, als ich es sagen kann. Schneller, als du was sagen kannst? Ich weiß es nicht. Ich konnte es ja heute noch nicht sagen. Ja! 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 Der Ball kommt zu Scarra. Mal sehen, ob er etwas damit anstellen kann. Ja! Ja! Tolle Grätsche von Shakes! Es ist nicht ganz klar, was Scarra da geplant hat. Irgendwas kommt mir in diesem haarigen Typen mit dem Cowboy-Hut bekannt vor. Oh, pass auf! Meiner! Naja, ich schätze, jeder möchte den Super League-Finalspielball anfassen. Cool. Ich wünschte, ich hätte auch so einen. Anscheinend hat Shakes diesen Pass total falsch interpretiert. Sieht aus, als hätten die Teams ihre Fähigkeiten ausgetauscht. Jetzt ist es Invincible United, die unglaublich spielen. Sie haben perfekte Kontrolle über den Ball. Sie berühren ihn kaum. Irgendwas stimmt hier nicht. Definitiv. Aber es ist egal, ob sie betrügen oder nicht. Wir müssen einfach weiter aufdrehen und unser bestes Spiel liefern. Egal, wie die Chancen stehen. Shakes hat den. Nein, er verliert ihn! Aber Ruster ist da, um sich den Ball zu schnappen. Ah, jetzt hab ich dich, du kleiner... Was macht El Matador da? Wie kann er sich so bewegen? Gut vorgeprescht von Scarra. Aber kein toller Schuss. Naja, gut genug, um an Big Bo vorbeizukommen. Scarra hat United wieder ins Spiel gebracht. Ja. Der Ball scheint seinen eigenen Kopf zu haben. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Ball so geschossen wird. Oh, klar, das war ein... verzögerter, steigernder Drehungskick. Was macht dieser Typ da? Das kann nicht sein. Der Typ kontrolliert den Ball. Invincible United scheinen das gesamte Glück und die Dynamik auf ihrer Seite zu haben. Es kommt einem fast so vor, als würde der Ball magnetisch von den Füßen von Invincible United angezogen. Meine Güte! Sieht aus, als hätte dieses Spiel heute für jeden seine unschönen Seiten. Ups.
Was ist? Wie? Aha! Was macht er denn da? Wer? Spencer. Sieht aus wie der Wurm. Ich habe ihm den Move beigebracht, Mann. Seht euch an, wie er abgeht. Hä? Shakes hat wohl seine Geduld verloren. Ups, er hat den Ball tatsächlich in den Tunnel gekickt. Ups. Wartet. Geschafft. Der Schiri sucht einen neuen Spielball aus, Mac. Richtig. Anscheinend kann der letzte nirgendwo gefunden werden. Das ist nicht derselbe Ball. Es ist ein offizieller Ball. Und sie funktionieren alle gleich. Kick den einfach. Ah. Ah. Wo ist der hin? Natürlich, der Erfinder. Du wurdest erwischt, Burn. Das ist mit Abstand das seltsamste Spiel, das ich je gesehen habe. Beide Teams haben sowohl Brillanz als auch Hoffnungslosigkeit gezeigt. Die Strikers-Fans warten verzweifelt auf ein Tor, um ihr Team in Führung zu bringen. Es ist nur noch eine Minute der Nachspielzeit übrig. Kann Scarrow den Sieg holen? Geblockt von Block! Wieder einmal übernehmen die Super Strikers die Kontrolle. In der Tat, das Team, das die Fans in dieser Saison kennen und lieben gelernt haben, ist zurück. Cool Joe schickt ihn rüber. El Matador ist da. Zurück zu Shakes. Jetzt heißt es Shakes gegen den Torwart. Strikers! Shakes schießt ihn mit einem unglaublichen Druck ins Tor! Yeah! Die Super Strikers sind die Super League Champions! Ja! Wir sind Super League Champions! Das klingt irgendwie cool. Ja! Yeah! Wir haben es gerockt, Bro! Was war los mit diesem verrückten Ball? Ja, ich konnte ihn nicht beruhigen. Ich hab's euch ja gesagt, dass wir gewinnen, wenn wir unser Spiel spielen. Sie haben den Ball mit einer Fernbedienung kontrolliert. Was? Wie ist das überhaupt möglich? Hey, der Erfinder, Tony Vern. Aber wieso sollte er hier sein? Es gibt Gerüchte, dass ein ferngesteuerter Ball benutzt wurde. Meinen Sie das ernst? Alter! Das gibt's doch nicht! Ich wusste, dass ich niemals so schlecht spielen würde. Das ist nicht möglich. Wer würde sowas tun? Das wäre Betrug. Hey! Wer war das? Niemand!
für dich und eine für dich. Nimm den! Huh, huh. Komm schon, schneller, schneller, schneller! Okay, Super Strikers, das reicht für heute. Räumt zusammen. Bald stehen wir unseren Erzrivalen gegenüber. Invincible United. Ihr könnt mir gern glauben, Wentz und Scarra werden vor gar nichts Halt machen, um unsere Strategie herauszufinden. Deswegen werden wir uns für dieses Spiel hier unten im geheimen Trainingslager vorbereiten. Und wir haben die Sicherheitsmaßnahmen sogar noch erhöht. Wow! Kapitän, du zuerst. Danke, Coach. Wofür ist das? Hat er gewonnen? Es ist eine neue Sicherheitskarte für das geheime Trainingslager. Ihr werdet die ab jetzt immer brauchen, um reinzukommen. Keine Ausnahmen. Danke, Coach. Ihr dürft diese Karte unter keinen Umständen aus den Augen lassen. Wenn ihr sie verliert, nun, wir wollen uns nicht einmal vorstellen, was dann passiert, okay? Danke, Coach. Beschützt sie mit eurem Leben. Ich nehme sie überall mit hin. Was für eine Ehre. Ich verspreche, ich werde sie immer... Warte, wo hab ich sie nur hin? Wo ist meine Karte hin? Ich hab sie dir doch noch gar nicht gegeben. Oh, das stimmt wohl. Aha! Oh! Spieltag im Strikerland! Heute werden Ninja und Cosmos auf die Probe gestellt! Das stimmt, Mac! Super Strikers sind in Topform! Hey! Scarra? Von Invincible United? Hä? Ich bin's! Cat! Erinnerst du dich? Ich bin ein Riesenfan! Ja, Cat! Lang nicht gesehen. Yep. Kann ich ein Autogramm haben? Sicher. Ich bin wieder brav und anständig, weißt du? Bin keine Fassadenkletterin mehr. Fassadenkletterin? Wirklich schade. Du warst wirklich gut. Hey, hier ist meine Nummer. Du solltest mich mal anrufen. Ja, ja, ja. Danke. Muss los. Man sieht sich. Oder auch nicht. Super Strikers haben sich heute hervorragend aufgestellt. Sieht so aus, als wären sie in Bestform. So kann es für sie weitergehen. Tiger! Oh, da sieht Bolo ziemlich alt aus. Sieht so aus, als wäre hier Endstation für Twisting Tiger. Nicht so voreilig. Was haben wir denn da? Was für eine Ballkontrolle des Mittelfeldspielers. Er spielt Ninja ganz schwindelig. Twisting Tiger zu Cool Joe? Nur noch ein Verteidiger zu schlagen! Zu Shakes! Was für ein Tor von Shakes! Und jetzt steht es 1-0 für die Strikers! Was auch immer die Super Strikers beim Training machen, es zahlt sich auf dem Feld aus! Das ist das letzte Spiel der Super Strikers, bevor sie gegen uns antreten. Ich hoffe, du schaust genau zu. Hm. Er rennt im Slalom an ihnen vorbei! Hier gibt's wohl keinen Ausweg. Unglaublicher Move von Dancing Ruster. Super Strikers überraschen Cosmos immer wieder. Bolo sollte sich etwas Popcorn besorgen und die Show genießen. Er lässt Cool Joe kurz vor dem Strafraum ungedeckt. Geschossen wie eine Rakete. Das hat der Torwart nicht kommen sehen. Die Sterne stehen heute für Cosmos wohl nicht so gut. Sie machen Cosmos fertig. Aber wie? Die Antwort finden wir in ihrem geheimen Trainingslager. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. Es muss einen guten Grund dafür geben. Ganz genau. Der Plan ist klar. Wir müssen ins Trainingslager.
Die Frage ist also, wie kommen wir da rein? Wir brauchen eine dieser Sicherheitskarten. Irgendwelche Ideen? Nein. Ja. Die Trainingslager der Super Strikers und Invincible United sind aktuell top secret. Träume werden platzen, denn nur ein Team kann gewinnen und das andere wird verlieren. Sie treten gegen ihren größten Feind an, das Team, das... In einfachen Worten, zur Sonne zu fliegen ist einfacher, als die Super Strikers zu schlagen. Aber wenn es ein Team gibt, das das schaffen kann, dann ist es Invincible United. Ich freue mich total auf Invincible United. Wir werden sie einfach weghauen. Ruht euch aus, heute Nacht. Wir treffen uns im geheimen Trainingslager morgen früh. Ihr solltet nicht zu spät kommen. Dann wollen wir doch mal sehen, was der Coach für uns vorbereitet hat. Ich bin schon echt gespannt. Hallo? Scarra hier. Scarra? Hol deinen Kletteranzug aus dem Keller. Kein Interesse. Hör mal. Du könntest mit Typen der Super League abhängen. Nicht Top-Super League-Spieler. Aber Super League. Aber wenn du keine Lust hast... Doch. Warum nicht? Man kann den Abend auch langweiliger verbringen. Ich hatte noch diese VIP-Karte, als ich aus dem Haus ging. Hey, hey! Aber hallo! Und wie geht's der schönsten aller Frauen? Nicht so gut. Ich fürchte, ich habe meine VIP-Karte verloren. Du hast Glück, dass du mich getroffen hast. Also... Du bist einer von den Super Strikers? Live und in Farbe. Wow. Ist Shakes auch hier? Der Coach hat ihn an ein anderes Team verkauft. Wirklich? Nee, er ist da drüben. Hab dich. Hast du Lust zu tanzen? Ja, schon. Aber ich bin kein guter Tänzer. Ach, komm schon. Shakes, ich bin gleich wieder da. Geh nicht weg. Kinderspiel. Super. Jetzt haben wir Zugang zum Trainingslager. Lass dich nicht erwischen. Und vergiss nicht deinen Sender im Ohr. Und vergiss nicht, dass... Vergiss deinen Sender im Ohr nicht. Ich weiß nicht einmal, warum ich das tue. Für den. Eigentlich mochte ich den Typen doch noch nie. Planänderung. Gut gemacht. Und jetzt raus da. Genieß die Show. Perfekt. Was ist das? Ihr werdet live auf Strikers TV gesendet. Aber eure Gegner sehen nur, was ihr sie sehen lassen wollt. Interessant. Thank you.
Hola, mi amigos. Love is in the air. Jetzt nicht mehr. Ey, Matador! Warte! Ich habe meine Sicherheitskarte verloren. Haha, eieieiei! Okay, Leute, konzentriert euch! Super Schuss-Shakes. Olé! Invincible United, macht euch auf einiges gefasst. Gib mal her. So genial. Wie? Du hast sie schon verloren? Ich weiß auch nicht. Vielleicht habe ich sie zu Hause vergessen. Du solltest sie lieber finden, bevor der Coach das mitbekommt. Shakes! Vielleicht gehe ich jetzt lieber, so als hätte ich dich noch nie gesehen. Komm mal mit. Was hast du gestern um Mitternacht hier gemacht? Mitternacht? Ich war im Bett, hab geschlafen. Okay. Aber wer benutzte deine Sicherheitskarte? Das hatte ich befürchtet. Invincible United spioniert uns aus. Wenn du herausfindest, wie du das wieder hinbekommst, komm zu mir. Ihr werdet live auf Strikers TV gesendet. Aber eure Gegner sehen nur, was ihr sie sehen lassen wollt. Coach! Das ist gut. Wie viele sind es? Ich habe 12 verschiedene Zeichen. Für Shakes. Und im Spiel werden wir ihn fertig machen. Ganz egal, was sie versuchen. Spieltag im Strikerland und es wird das Zusammentreffen zweier erbitterter Super League-Rivalen. Der kleinste Vorteil auf der einen oder anderen Seite könnte spielentscheidend sein. Schau mal, was die kleine Katze heute anhat. Sie versucht sich wohl in der Menge zu verstecken. Vielleicht hat sie sich ein Souvenir aus dem geheimen Trainingslager mitgenommen. Unabhängig davon, was Sie wissen, konzentriert euch und kämpft hart. Hoffentlich klappt es, Leute. Es wird klappen. Auf 3, 1, 2, 3, Super Strikers! Die Strikers sind in Ballbesitz. Dancing Rasta auf dem Weg Richtung Tor. Es ist überraschend, dass Invincible heute so defensiv spielt. Bleib an ihm dran und pass auf, er geht gleich nach links. Rasta zu Shakes. Ausgezeichnet, vorausgesehen von der Abwehr. Die Strikers müssen hier einiges einstecken. Wie ein Uhrwerk. Egal, wohin Shakes geht, er wird gedeckt. Es scheint, als ob Invincible United seine Gedanken lesen kann.
Ich hoffe, Cosmos macht sich Notizen. Yep, United scheinen jeden Schritt der Strikers zu kennen. Oh, Shakes bekommt Gesellschaft. Eine ziemlich große Gesellschaft. Das da ist ein ganzer Fanclub. Shakes hat keine Chance gegen diesen Fanclub. Veräppeln die Super Strikers United? Oder sind sie wirklich so schlecht? Invincible United greifen jetzt über die linke Seite an. Glanzparade von Big Bow! Träum weiter. Das war die erste Halbzeit. Wenn sich Invincible nicht so hinten reingestellt hätte, hätten sie hier vielleicht sogar in Führung gehen können. Wir melden uns nach den Nachrichten mit dem Halbzeitbericht zurück. Ich muss mal dringend wohin. Aus dem Weg! Deren Strategie zu kennen, bringt uns nichts, wenn ihr kein Tor schießt. Ihr verpasst jede Gelegenheit da draußen. Soll ich etwa das gesamte Team austauschen? Unser Plan geht soweit gut auf, aber nun wird es Zeit, Invincible United zu zeigen, dass sie den falschen Kanal gesehen haben. Bist du bereit, Junge? Shakes ist heute ganz schön gefordert. Und Dancing Ruster scheint einen neuen Tanzmove zu erfinden. Klare Anweisungen vom Kapitän der Super Strikers. Er hat seine Mannschaft gut im Griff. Er passt zu Twisting Tiger. Was war das? Deck ihn! Deck ihn! Adios! Aha! Wiedersehen, Shakes! Hallo, El Matador! El Matador! Völlig frei vor dem Tor! Nein! Was für ein Tor! Was tut ihr denn? Sie setzen ihn als Lockvogel ein! Deck ihn! Nein! Nein! Ihn! Was ist das für eine Formation? Abwehr, Abwehr, bitte kommen! Dancing Ruster schießt! Der ist drin! Tor! Was für ein Schachzug! 2-0 für die Strikers! Shakes macht den Kopfball! Dancing Ruster greift an. Gibt ab an Twisting Tiger. Nein! Nein, 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 nein! Oh, wie peinlich für United. Bin bereit und warte, Kapitän. Lasst euch nicht reinlegen! Sie lecken euch von den anderen ab! Deckt sie! United hat Shakes anscheinend völlig vergessen. Das stimmt, Max. Sie sind den Super Strikers total ausgeliefert. Tor! Was für ein Treffer! Ihr habt gut gespielt. Wir hätten euch heute schlagen müssen. Wir kannten eure Taktik, wir kannten eure Zeichen. Yep, kanntet ihr. Am Kopfkratzen, am Kinnkratzen, die Schulter. Warte, was meintest du mit yep, die kanntet ihr? Du meinst, ihr wusstet nicht, dass wir wussten, dass ihr wusstet. Aber... woher? Oh, wir haben eure Kamerawanze gefunden. Also haben wir euch gezeigt, was ihr sehen wolltet. Wir unterbrachen euer Signal und spielten dann ein Video mit unseren alten Moves ein, während wir neue einstudiert haben. Wir haben euch reingelegt. Woher wusstet ihr von der Kamera? Ich glaube, ihr unterschätzt unsere Sicherheitsmaßnahmen. Wenn man zum Gewinnen betrügen muss, verliert man. Coach, ich verspreche, ich werde nie wieder meine Sicherheitskarte verlieren. Das glaube ich dir.
schon das zweite für Shakes. Die Super Strikers tanzen Hydra auf der Nase herum. Toller Pass! El Matador steht frei. Tor! Die Super Strikers zeigen, wieso sie wirklich einer der besten Clubs der Super League werden. Hey, Knuckles, weißt du was? Was? Du siehst genau wie dieser Big Bo im Fernsehen aus. Nein, wirklich? Sieh mal. Das sagen mir die Leute schon, seit ich Amateurfußball spiele. Du spielst Fußball? Gerettet von Big Bo. Können die Super Strikers die Anzeigetafel ganz für sich behalten? Ich liebe es, wenn auf der Anzeigetafel der Gegner 0 steht. Knuckles, du solltest bei der Gefängniself mitmachen. Hä? Die können einen wie dich gebrauchen. Du hast ja Amateurfußball gespielt. Big Bo kommt nächsten Monat hierher, um das Team zu trainieren. Er wird richtig Spaß daran haben, dich zu treffen. Sein Zwilling. Wo kann ich mich anmelden? Willkommen, Big Bo. Danke, dass du hier bist. Ist mir eine Freude, Sir. Hi. Ich bin Big Bo. Hi. Hi, hi. Ich bin Big Bo. Schön, euch kennenzulernen. Er sieht genauso aus wie... Ich weiß! Er ist ein perfektes Ebenbild! Vielleicht habe ich endlich meinesgleichen gefunden. Okay, ich brauche einen Freiwilligen. Guter Schuss. Okay, Jungs, das ist genug Spaß für heute. Zellenzählung in 5 Minuten. Das ist genau das, was ich gebraucht habe, um für unsere Super League-Spiele gegen Saming United und FC Colossus Gas zu geben. Danke, Big Bo. Ich liebe dich. Ich meine, ich liebe dich. Mann? Ich kann nicht glauben, dass er das gesagt hat. Na komm schon, Knuckles. Hol dir jetzt ein Autogramm und beweg dich. Big Bo, kann ich kurz mit dir reden, bevor du gehst? Klar, aber es muss... Die Häftlinge haben den Workshop geliebt. Ich wette, die Typen wünschten, dass sie dein Leben hätten. Frei zu sein... Und eine Legende. Mr. Bo? Wie auch immer. Sobald dieses Auto anhält, bin ich ein freier Mann. Wir sind da, Mr. Bo. Wow. Willkommen zurück, Sir. Cool Joe hat angerufen. Es ging um eine Privatparty im Club heute Abend. Ihre Spielkleidung wurde gewaschen und ist bereit für das morgige Spiel. Und der 100-Zoll-Flatscreen wurde heute Morgen erfolgreich aufgebaut. Sie haben Satellitenfernsehen aus jedem Land der Welt, wie Sie es wünschten. Wenn Sie noch etwas brauchen, ich bin in meinem Quartier. Daran könnte ich mich gewöhnen.
Hä? Was? Was ist passiert? Hallo, Knuckles. Was? Wer? Sei jetzt still da drin, Knuckles. Ich bin nicht Knuckles. Ich bin Big Bo. Ich hab gesagt, halt den Mund, Knuckles, oder ich komm jetzt da rein und stopf in dir. Wenn du dich so verrückt aufführst wie Knuckles, wird dir das nicht dabei helfen, rauszukommen. Spieltag im Strikerland! Legen wir los, Big Bo! Das ist komisch. Die Super Strikers sollten Saming United heute überlegen sein. Big Bo, wir haben ein Spiel zu gewinnen, Bro. Ich bin dabei, Alter. Die Super Strikers greifen sofort an. Seinen Club auf die Anzeigetafel. Und das nach weniger als 2 Spielminuten. Was macht Big Bo außerhalb des Strafraums? Er hat seine Position komplett verlassen. Oh, ich bin sicher, dass er weiß, was er tut. Er ist immerhin Big Bo. Verteidigung von North Shore! Alter, was war das? Die Super Strikers greifen wieder an. Tor! 2:0 für die Super Strikers! Lock und North arbeiten im Laufschritt. Big Bo ist definitiv nicht in Form. Einer gegen einen. Stürmer gegen Torwart. Tor! Saming steht auf der Anzeigetafel. Saming hat Big Bo damit komplett bloßgestellt. Direkt durch die Beine des Torhüters. Autsch! Das ist Big Bo noch nie passiert. Sorry. Heute keine weiße Weste, Big Bo. Yep. Ich meine, nein. Ich habe gestern Abend meine Wäsche gemacht. Was? Irgendwas stimmt hier nicht. Wir schalten zu Ben Z mit einem Bericht über den legendären Superstriker-Torwart Big Bo. Ben? Rob, Big Bos Form ist immer schlechter geworden. Heute war er einfach nicht derselbe Big Bo, den wir alle kennen. Vergiss diesen Typen. Trainieren wir. Was sagst du? Wenn Big Bo so spielt, werden die Super Strikers kein Problem sein für Colossus. Ich könnte euch eigentlich auch helfen zu trainieren, Leute. Wir haben Knuckles auf unserer Seite. Knuckles? Ich bin nicht Knuckles. Beweis es ihnen, Big Bo. Wie soll ich es beweisen? Ich bin, wer ich bin. Schieß diesem Gefängniswärter den Hut runter. Sorry, Kumpel. Ich liebe die Super Strikers. Yeah, ja. Wow, cool. Zeig uns, wie man so spielt wie du. Yeah. Wollt ihr wirklich lernen, wie man spielt, Leute? Gut. Ich muss in Form bleiben, damit ich bereit bin, wenn ich hier rauskomme. Hier rauskommen? Auf keinen Fall. Knuckles hatte Glück. Achtung! Achtung! Gefängnis 11 wird nächste Woche bei einem echten Spiel im Stadion der Universität antreten. Viel Glück! Das Universitätsstadion ist in der Nähe von Strikerland. Hey,
bereit, Big Bo? Natürlich bin ich das. Die Kolossus-Typen sind härter als die hier. Wir sind noch nicht ganz da. Aber wir müssen das Beste aus dem machen, was wir haben. Wir haben die richtigen Zutaten. Ihr seid alle Super Strikers. Wir müssen der Welt zeigen, dass die. Er hört nicht mal zu. Das kann nicht sein. Irgendwas stimmt definitiv nicht. Macht euch bereit für unser bisher härtestes Super League-Spiel. Das Spiel der Super Strikers gegen Colossus ist nächstes Wochenende. Es ist zum gleichen Zeitpunkt wie unser Spiel. Big Bo auf der Bank? Was? Die Super Strikers werden verlieren. Wegen Knuckles. Wir müssen dir helfen zu entkommen. Also, dann haben wir eine Menge Arbeit vor uns. Heute ist Spieltag. Und die große Frage ist, schafft es der Auswechseltorwart der Super Strikers, Noah Murdock, dem Druck gegen den FC Colossus in der Startelf zu stehen, standzuhalten? Ich habe keine Ahnung. Aber ich kenne einen besseren Keeper. Go Strikers! Dann hoffen wir doch einfach mal, dass Murdock nicht doch noch schnell das Weite sucht. Hier ist Ben Z, live aus dem Strikerland. Schade. Ich hatte mich darauf gefreut, gegen den neuen Big Bo zu treffen. Kein Zweifel. Murdock ist ein solider Torwart. Schade, dass es nicht so leicht wird, wie wir dachten. Also, wenn er zu gut spielt, dann müssen wir Big Bo einfach wieder aufs Spielfeld holen. Ich bin sicher, dass Coach dich irgendwann einwechselt. Wen interessiert das schon? Natürlich solange wir gewinnen, richtig? Also, Shakes, willst du heute nur rumstehen? Das ist kein guter Weg, um Tore zu schießen, Brother. Leute, ich glaube, das ist nicht Big Bo. Shakes, bist du verrückt? Ich sage es euch, irgendwas stimmt hier nicht. Shakes, ich stimme dir zu, Mann. Irgendwas stinkt hier so wie ein alter Käse. Wir können uns darüber jetzt aber keine Gedanken machen. Wir müssen ein Spiel gewinnen. Wenn wir ordentlich in Führung liegen, wechsle ich dich vielleicht ein. Wie auch immer. Sir. Du kannst in der Zwischenzeit deine Handschuhe ausziehen. Nein, ich halte mich bereit. Nur für den Fall. Zurück zu mir! Ja! Wo ist Knuckles? Ich brauche Knuckles Position. Knuckles hat sich unerlaubt entfernt. Ich wiederhole, Knuckles ist geflüchtet. Wunderschön gerettet vom Reservekeeper der Super Strikers. Bisher macht der Ersatzmann Noah Murdock einen super Job. Zeit, Big Bo wieder zurück ins Spiel zu holen. Au! Murdock geht heftig zu Boden. Und es sieht nicht so aus, als würde er in nächster Zeit wieder aufstehen. Die Super Strikers werden ihren Torwart Nummer 1 einwechseln müssen. Hoffen wir mal, dass er besser ist als beim letzten Spiel. Ja.
Wie peinlich für die Super Strikers! Sie liegen 1:0 gegen Kolossos zurück! Und damit führen Kolossos jetzt mit 2:0! Die heutigen Anstrengungen der Super Strikers waren bisher umsonst. Hoffen wir mal, dass sie eine Lösung während der Pause finden. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. So werden wir nicht gewinnen können. Hey, Big Bo. Tolle erste Halbzeit, Mann. Was? Du machst das echt toll da draußen. Ich wusste es! Du bist nicht Big Bo! Hä? Du! Ich? Du? Nein, 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 nein. Ich bin ich. Big Bo! Du hast es zurückgeschafft! Was ist passiert? Wer war... Warte. Wo ist der hin? Keine Zeit, das zu erklären. Wie steht es? 2:0. Echt übel. Na dann, bringen wir das mal in Ordnung. Leute, es ist so schön, wieder hier zu sein. Du warst ungefähr 2 Minuten weg. Leute, wir haben keine Zeit, es zu erklären und es klingt komisch, aber der andere Typ war ein Hochstapler. Das ist der echte Big Bo. Lasst uns auf die Anzeigetafel kommen. Auf 3. 1, 2, 3. Super Strikers! Irgendwas muss Big Bo während der Halbzeit so richtig aufgedeckt haben. Zum ersten Mal in diesem Spiel ist er unaufhaltbar. Und die Super Strikers sind wieder in Form. Die Super Strikers stehen auf der Anzeigetafel. Big Bo hat sich damit nicht mal annähernd reinlegen lassen. Und der weite Abstoß eröffnet den Angriff der Super Strikers. Der Ball ist in der Luft. Shakes wird schneller. Die Super Strikers gleichen aus. Die ganze Anstrengung in der ersten Halbzeit hat sie in der zweiten Halbzeit langsamer gemacht. Die Super Strikers müssen nun alles geben, um ein Tor zu schießen. In der 88. Minute muss Big Bo dranbleiben, damit es ein Unentschieden bleibt. Unglaublich! Als hätte er sie darum gebeten, ihn anzugreifen. Das glaube ich nicht! Dancing Roster! Spiel den Ball zurück zu mir! Toll, dich wieder zu haben, Big Bo. Toll gemacht da draußen. Das ist alles dank eines anderen Teams, das mir dabei geholfen hat, mich daran zu erinnern, wer ich bin. Aber die Geschichte können wir uns für einen anderen Tag aufsparen. Ups, ich habe fast das vergessen. Hallo, Polizei? Ich glaube, ich weiß, wo Sie den Mann finden können, der heute Nachmittag beim Gefängnisfußballspiel geflohen ist. Mein Plan war perfekt. Wie konnte Big Bo so schnell ausbrechen? Was ist das? Ich weiß es nicht. Also gute Nacht, Mitbewohner. Die Super Strikers sind die neuen Super League Champions! Es ist angemessen, dass Shakes die Super League-Trophäe erhält. Es war sein Fuß, der den Pokal nach Hause gebracht hat. Er ist der Beste!
Super Strikers träumen, wenn sie denken, dass sie eine Chance in der Super League haben. Wir werden sie zerstören. Also seht ihnen dabei zu, wenn sie heute gegen Hydra spielen. Definitiv. Das war das letzte Wort vom gefährlichen Spieler der Iron. Spieltag. Das war ein komischer Traum, amigo. Kriegst den Super League-Titel wohl nicht aus dem Kopf, hä? Wem sagst du das? Vielleicht noch ein Tor. Hydra scheint vergessen zu haben, wo das Tor der Super Strikers ist. Die Teamarbeit der Strikers hat sich mit jedem Match dieser Saison verbessert. Genau wie bei uns im Studio. Seht euch nur an, wie jeder Spieler fast schon weiß, wo der andere sein wird. Die Verteidigung steht unter enormem Druck. Zwei Jungs gegen einen Torwart. Ich setze auf die Jungs. 3-0 für die Super Strikers. Shakes und El Matador sind eine wunderschöne Kombination. Kinderspiel. Ich kann nicht sehen. Was ist das? Das sind große Typen. Sie sehen gut aus, oder? Definitiv in Form. Wir werden sie fertig machen. Keine Frage. Wir sind die Iron Tanks. Ja! Unglaubliches Tor! Haha! Iron Tanks, ihr seid als nächstes dran, Baby Ole! Oh, Kampfsprache des hitzigen El Matador! Ich bin mir sicher, dass ihr der einzige Super Striker ist, der verrückt genug ist, auf das furchterregendste Team der Super League zu treffen, Iron Tank! Glückwunsch, Jungs. Wir sind toll in Form. Da muss ich dir allerdings zustimmen. Was deinen kleinen Torjubel da draußen anging. Du weißt ja, Hochmut kommt immer vor dem Fall. Als nächstes kommt Iron Tank. Professor. Ja. Die Maschine ist bereit, Coach. Exzellent. Aber Iron Tank wurde in dieser Saison noch nicht gefordert. Das ist doch lächerlich. Als würden sie sich wieder den Titel holen. Aber meiner Meinung nach riechst du komisch. Und deshalb bist du in diesem kleinen Fernseher gefangen. Und hast keine Freunde. Das reicht. Wir sind hier. Das Fitness-Technologie-Institut. Vielleicht lasse ich mich massieren. Hier trainieren wir für Iron Tank? Ihr habt euer Training an dem Tag angefangen, als ihr ein Super Striker wurdet. Hier bringt ihr das Training auf das nächste Level. Wir fangen heute mit einer Maschine an, die dafür sorgen wird, dass unsere Startelf volle Kraft hat, um gegen Iron Tank zu spielen. Der Spielmesser. Hä? Was ist denn ditte? Professor? Oh, ja, richtig, die. Der Spielmesser liest und zeichnet eure Eigenschaften auf. Muskelmasse, Können, Kraft, Geschwindigkeit. Er vergleicht euch dann mit eurem Iron Tank Mann-Decker und berechnet ein Trainingsprogramm, um euch dabei zu helfen, ihm physikalisch ebenbürtig zu werden. Euer Programm wird euch dabei helfen, euren Körper bis an die Grenzen zu trainieren. Ohne Verletzung natürlich. Meinen Sie das ernst? Funktioniert das Teil wirklich? Aber ja, es ist genial. Ich meine, brillant. Es funktioniert. Unser Team ist nur so stark wie das schwächste Glied. Und ich habe nicht vor, eines zu haben. Block? Hä? Du bist als erstes dran. Thank you.
Shakes, du bist heute als letztes dran. Also? Ist der letzte von Ihnen. Interessant. Ich hasse Crunchies. Können Sie das nicht jemand anderem geben? Coach? Ich bestreite die Technologie nicht oft, aber dieses Programm ist falsch für dich, Shakes. Falsch? Wie kann das sein? Es ist zu hart, Shakes. Ich kann wirklich keine Verletzungen riskieren. Aber... Mach einfach mit deinen normalen Übungen weiter und alles wird gut. Lerne sie, kenne sie, lebe sie. Und wie genau soll ich mich jetzt als Teil vom Team fühlen? Oh, es brennt! Es brennt! Meine Herren! Macht euch auf den zweitwichtigsten Teil eures Trainings bereit. Was? Aufhören? Wir sehen uns an, wie Iron Tank gegen Invincible United spielt. Erinnert ihr euch an sie? Ja. Wir benutzen dieses Team, um unsere Chancen gegen Tank abzuschätzen. Heute ist Spieltag. Ich hoffe, das Heimteam ist gut vorbereitet für die mächtigen Iron Tank. Sieht aus, als wäre jemand aufgetaucht, um ein paar schnelle Tipps vom Maestro zu kriegen, wie man den Tank aufhält. Hey, nächste Woche seid ihr da unten, wo Scarra jetzt ist. Mal sehen, was Invincible United heute für die Gäste vorbereitet hat. Was auch immer sie haben, ich hoffe für sie, dass es heiß ist. Das wird einen blauen Fleck hinterlassen. Es steht 3-0 für Iron Tank und es ist nur noch ein bisschen Spielzeit übrig. Ihr werdet es nie lernen, oder? Wir dieses Extra-Training machen, oder? Das war übel. Ihr habt heute gesehen, wozu Iron Tank fähig ist. Aber egal, was für eine gute Figur sie gemacht haben, ihr werdet bereit für sie sein. Ihr werdet langsam alle zu einem echten Team. Nichts kann das kaputt machen. Fangen wir an. Wie ist die Aussicht von da oben, Shakes? Wunderschön.
Uber wird nicht wissen, was ihn erwischt hat. Laut meinem Programm muss ich heute die Intensität steigern. Kein Problem. Jetzt sagt es, dass ich sie noch mehr steigern soll. Professor. Coach, eine kleine Sache. Shakes darf sein Programm nicht anwenden. Keine Sorge, Professor. Ich habe ihn das Programm nicht machen lassen. Oh, gut, gut. Das falsche Training zu machen, könnte ihn ernsthaft verletzen. In der Tat, Professor. In der Tat. Team, morgen ist ein großes Spiel gegen ein paar große Jungs. Es ist jetzt Zeit, euch auszuruhen. Vertraut darauf, dass sich euer Training gelohnt hat. Spielt als Team, dann haben wir vielleicht eine Chance auf das Tafelsilber der Super League. Tafelsilber? Ich dachte, es wäre ein Pokal. Oh, Alter. Auf drei! 1, 2, 3! Super Strikers! Die Vorbereitungen auf dieses lang erwartete Super League-Zusammentreffen laufen schon lange im Strikerland. Ich hoffe, die Super Strikers ruhen sich heute Abend gut aus. Beide Seiten müssen ihr Bestes geben. Es geht um alles bei diesem Kampf. Wenn Sie weiter in dieser Liga bestehen wollen, müssen Sie heute alles geben. Oh, mein Bein! Hoffen wir mal, dass die Spieler den Kopf freikriegen und sich heute Abend ausruhen können. Und möge das beste Team gewinnen. Spieltag im Strikerland! Und es verspricht ein aufregendes und brutales Aufeinandertreffen zu werden. So eine Atmosphäre habe ich noch nie gespürt. Wer wird gewinnen? Ich weiß es nicht! Wenn wir heute nicht gewinnen, haben wir keine Chance in der Super League. Also, wo ist Shakes? Shakes, was ist passiert? Ich glaube es nicht. Coach, ich kann spielen. Aber, Coach! Geh sofort in das Büro der Ärztin und sieh nach, was sie für dein Bein tun kann, Mann. Da sind sie! Also, fast alle von ihnen. Aber wieso startet Klaus als Stürmer mit El Matador? Wo ist Shakes? Unglaublich! Die Super Strikers sind den Iron Tanks Schlag um Schlag ebenbürtig. Naja, fast. Ich hab mir Sorgen gemacht, dass Shakes ein Tor schießt. Aber du? Ha! Wer sagt denn, dass ich ein Tor schießen will, eh? Tor! Die Super Strikers machen das erste Tor des Spiels! Shakes ist endlich auf dem Feld angekommen. Aber was ist das? Sein Bein ist bandagiert. Wie gut kann er dann helfen gegen die Tanks? Coach, tolle Nachrichten. Ich kann mindestens 15 Minuten spielen. Wer hat etwas darüber gesagt, dass du spielst? Was? Aber Coach, wir müssen Tore schießen, wenn wir... Du hast mir nicht gehorcht. Du hast das Trainingsprogramm benutzt. Du hast deine eigenen Bedürfnisse über die des Teams gestellt. Setz dich hin. Autsch! Uber bringt Klaus wieder zu Boden. Könnte Shakes den entscheidenden Unterschied für die Super Strikers bringen? Also, Iron Tank haben die Super Strikers wirklich ausgeschaltet nach dem ersten Tor. Aber sowas von! Die Strikers halten sie gut ab! In der Tat. Ich frage mich, ob sie ein Spezialtraining gemacht haben, Mac. Der Ball kommt angeschossen wie ein Blitz!
Also schlägt ein Blitz doch zweimal am selben Ort ein. Während Thor den Hammer fallen lässt, holt er den Ausgleich für Iron Tank. Coach, ich kriege das hin. Wechsle mich ein. Ich schieße ein Tor. Grooven und Moven. Yo! Das ist ein praktisches Putt da draußen. Shakes aufs Feld zu schicken, könnte genau der Durchbruch sein, den die Männer in Rot gerade brauchen. Shakes, worauf wartest du noch? Rein mit dir. Ja, Sir. Shakes läuft ein. Haha, wir haben es gesagt. High five. Haha. Wird auch Zeit, dass du auftauchst. Konntest keine ganzen 90 Minuten durchhalten, ne? Ich mag eine Herausforderung. Ich verstehe, warum du auf der Bank saßt, Kleiner. Nur so stark wie das schwächste Glied, richtig? Haha, also machen wir Uber zu ihrem schwächsten Glied, Mann. Es schaffen. Shakes, ich stehe frei. Pass den Ball zu mir. Schön, Shakes, aber er gehört dir. Zum Glück habe ich noch meine Arme. Oh. Was für ein unglaubliches Tor! Ich kann nicht glauben, was ich gerade gesehen habe. Ich hab's dir gesagt. Shakes einzuwechseln war genau das, was sie brauchten. Du hast es mir gesagt? Die Super Strikers haben es geschafft. Ich glaube, die Saison ist für die Tanks wohl gelaufen. Mein Knie fühlt sich schon besser an. Wieso hat Coach seine Meinung geändert und mich eingewechselt? Denn selbst wenn du nicht lange spielen konntest, mussten wir alle da draußen zusammen sein. Wenigstens für ein paar Minuten. Mann, ich habe euch echt enttäuscht, Leute. Ich habe alles riskiert. Es hat diesmal funktioniert. Aber in Zukunft ist das, was ich hier sage, das Gesetz. Shakes, du hast Glück, dass Coach so nett zu dir ist. Leider sind wir nicht so cool wie Coach. Eine Woche lang Wäschedienst. Alter, ja. Unglaubliche Szenen spielen sich im Strikerland ab. Die Super Strikers zeigen, warum sie in aller Munde sind. Und Dancing Ruster zeigt allen, warum er ihr Kapitän ist. El Matador und Twisting Tiger spielen sich frei. Direkt zu Twisting Tiger. War nur Spaß. Pass zum Kapitän Dancing Ruster. Wow, Dancing Ruster hat's einfach drauf. Shakespeare.
und er macht es! Tor! Unglaublich! Bei dieser Führung sind die Super Strikers nicht zu schlagen! Super Spiel, Jungs. Das war ein irres Tor, Shakes. Danke, Coach. Rasta, das war ein super Pass und tolle Spielführung da draußen. Gutes Teamwork. Genießt eure Freizeit. Widmet euch dem Training in allen Lebensbereichen. Ein wahrer Champion ist allen Gefahren gewappnet. Auf und außerhalb des Spielfelds. Nicht, dass ihr etwas Gefährliches tun solltet. Habt eine gute Zeit. Hier, für dich. Was ist das? Schwimmflügel, Mann. Du hast die eben aufgeblasen. Ihr geht doch an den Strand, Block und du. Ja. Naja, mit deinem riesigen... Und dicken... Schädel wollen wir nicht, dass ihr ersauft. Ah, ja. Komm schon, El Matador, lass uns spielen. Shakes, wir haben frei. Entspann dich für eine Minute. Und du cremst dich besser mal ein, bevor du rot wirst wie ein Hummer. Was? Na gut. Ich helfe dir. Das war wirklich typisch. Kommen wir nun zum Spielführer von Nakama FC. Das nächste Spiel von den Strikers sollte sehr interessant werden. Du sagst es, Mac. Das wird eine Prüfung für sie. Ich hoffe, Dancing Rasta bereitet sein Team gut vor. Ich glaube nicht, dass das für sie eine Herausforderung wird. Und wieso denkst du das? Rasta scheint immer vorbereitet zu sein. Wahrscheinlich trainiert er gerade mit seinem Team. Ich denke, er wird sich anschnallen müssen. Denn vor 10 Minuten kündigte Cosmos eine Pressekonferenz an. Große Neuigkeiten, Mac. Genau, Robbie Boy. Sensationelle Neuigkeiten. Cosmos gab soeben bekannt, dass Ninja in ihr Team aufgenommen wurde. Und nun zu Ben Z für ein Update. Ben? Das ist richtig. Dadurch, dass Cosmos Ninja ins Team berufen hat, werden sie ein ernstzunehmender Gegner. Wir sprachen mit Ninja und er sagte uns Folgendes. Die Super Strikers haben keine Chance. Wirklich? Definitiv. Wir machen sie fertig und schicken sie einfach zurück in die dritte Liga. Yeah! Dritte Liga! Glaubst du nicht, dass genau so eine Aussage die Strikers nur noch mehr motiviert? Es ist mir egal, was die Strikers denken. Sie sind nicht in unserer Liga. Ja, eigentlich sind sie... Die Strikers werden untergehen. Wir sind fertig mit dem Interview. Yeah, sind fertig. Da habt ihr es, Leute. Ich gebe zurück ins Studio. Du wolltest mich sehen, Boss? Ich muss mit dir über ein paar Änderungen der Teamaufstellung sprechen. Und zwar? Es geht mir dabei vor allem um den Kapitän. Rasta? Was ist los? Schließ die Tür. Geschafft. Haha, das ist genauso einfach wie Elfmeterschießen. Hohoho, gut gehalten. Das war knapp. Helft mir! Jodeleio. Ah.
Hey, wie seid ihr Jungs so gut geworden? Spencer und ich sind mit Fußball groß geworden. Von der Straße ins Stadion. Psst. Hey, wie ist es so, mit Dancing Rasta Zeit zu verbringen? Er ist eine Maschine. Mit Rasta als unserem Kapitän sind wir nicht zu stoppen. Wo bin ich? Du hast den ganzen Tag geschlafen. Du hast wirklich Glück gehabt. Offenbar ist deine Arbeit auf Erden noch nicht getan. Ich schulde euch mein Leben. Unser Lohn wird sein, zu sehen, wie du gesund wirst und die Herausforderungen in deinem Leben meisterst. Ich spüre, du bist ein großer Anführer. Du musst dich hier ausruhen und dir genügend Zeit geben. Ich danke euch für eure Gastfreundschaft, aber ich muss für das nächste Match zurück nach Strikerland. Geduld, mein Sohn. Folge mir. Die frische Luft und Bewegung werden dir gut tun. Sonst wird alles schief gehen. Deswegen muss ich als Kapitän sofort zurück. Du musst noch lernen, nicht nur mit deinem Körper, sondern auch mit deinem Geist zu führen. Ey Mann, was hat der Papagei? Wieso will er nicht fressen? Du bist stur, wie Vogel. Du handelst zu schnell, zu aggressiv. Lerne geduldig zu sein. Gehe nicht du zum Papagei, lass den Papagei zu dir kommen. Ja? Siehst du? Ist dein Geist geduldig, so kannst du alles erreichen. Ich verstehe und danke dir für deine Weisheit und Gastfreundschaft. Die Super Strikers haben keine Chance. Wirklich? Definitiv. Wir machen sie fertig und schicken sie einfach zurück in die dritte Liga. Yeah! Dritte Liga! Glaubst du nicht, dass genau so eine Aussage die Strikers nur noch mehr motiviert? Ich denke nach wie vor, dass es ein Fehler ist, Big Bo zum Kapitän zu machen und Rasta abzusetzen. Die anderen Teams in der Liga verändern sich und wir müssen mithalten können. Ich bin dagegen. Was nicht kaputt ist, muss man auch nicht reparieren. Bo hat eine viel größere physische Präsenz. Ein Kapitän braucht körperliche und geistige Stärke. Rasta ist körperlich in Topform und er denkt strategisch, um sein Team richtig zu führen. Vielleicht, aber es ist die richtige Entscheidung. Und es ist meine Entscheidung. Wenn er gegen Kosmos nicht liefert, werden wir die Kapitänsbinde an Big Bo übergeben. Gut. Wenn wir den Ball hochhalten, sind wir im Vorteil. Dann bleibt er nicht im Schlamm stecken. Aber warum, Ninja? Weil er dann nicht im Schlamm stecken bleibt. Das sollte reichen. Schön, dich zu sehen, Kapitän. Kosmos sollten sich gegen die Super Strikers warm anziehen. Spieltag im Strikerland. Das Stadion ist brechend voll, Mac. Ja, es sind alle heiß auf das Spiel. Und es wird ein schlammiges Durcheinander. Es regnet schon seit 2 Tagen. Das könnte ein Vorteil für den Kampfsportstil von Kosmos sein. Ja, genau. Aber gegen die Super Strikers wird Ninja vielleicht zum Waschlappen. Wie ist der Gesundheitsbericht der Strikers? Bisher wurde nichts gemeldet. Sie sind in Topform. Wir sollten uns lieber vergewissern. Bolo. Komme schon.
Rasta, Kumpel! Kommst du nach dem Spiel in meinen Club, um den Sieg zu feiern? Bleib cool, Mann. Eins nach dem anderen. Mann, du musst kommen! Gewinnen und Live-Musik, was gibt es Besseres? Na, Konzentration! Erst der Sieg und dann die Party! Konzentration ist mein zweiter Name. Wir sind schneller, haben die besseren Moves und sehen besser aus. Lass die Show beginnen! Ich bin sowas von bereit! Rasta, bist du in Ordnung? Natürlich, Jetzt raus da und lasst uns das gewinnen! Auf jeden Fall, Kapitän! Ich dachte, du bist schon draußen. Das hätte ich fast vergessen. Zeig ihnen, warum du sie trägst. Ninja! Jemand hat wohl ein verletztes Knie. Und sie haben wirklich weiche Socken. Los, Rasta, du kannst das. Das Spiel kann beginnen. El Matador hatte schon gehofft, dass du in den Bergen abstürzt, damit er die Interviews geben kann. Sehr witzig. Wird er jetzt zum Spaßvogel? Bleib bei deiner Disco-Cool, Joe. Genug. Ninja wird es uns nicht leicht machen. Glaub mir, er hat ein paar fiese Tricks auf Lager. Wir haben auch ein paar gute Tricks. Das ist unser Stadion. Hier wird uns niemand schlagen. Stimmt's, Block? Seid vorsichtig. Seid bereit. Du führst? Wir werden folgen. Super Strikers, auf drei! 1, 2, 3, Super Strikers! Findet das kaputte Knie, findet ihre Schwachstelle! Wenn du dich freigespielt hast, gib richtig Gas und such mich. Ich werde bereit sein. Mal sehen, wie gut sie sind, wenn der Ball den Boden nie berührt. Sie haben keine Ahnung, was auf sie zukommt. Und Kosmos springen über das Feld und über alle Pfützen. Sieht aus, als ob sie auf Wasser gehen würden, während die Strikers total durcheinander sind. So ein Pech! Kosmos haben absolut mehr Ballbesitz und lassen die Strikers ständig ins Leere laufen. Ich hoffe, die Strikers haben heute noch nicht so viel gegessen, denn sie werden sehr viel Schlamm schlucken. Ich glaube nicht, dass die Strikers den Ball bisher überhaupt berührt haben. Oh, das wird immer peinlicher, Mac. Mac? Die Uhr tickt und die Super Strikers haben gegen Kosmos noch kein Rezept gefunden. Es wird gefährlich für die Super Strikers. Genug ist genug. Shakes dazwischen und Big Bo rettet. Ist das die Gelegenheit für den Mann in Rot? Dancing Rasta kämpft sich durch die Mitte. Er wirkt etwas wackelig, Mac. Hab ich dich. Ich muss stark bleiben. Das Team braucht mich. Was für eine Abwehr von Ninja! Ich bin nicht sicher, was Rasta da vorhatte. Schöne Fußarbeit vom Kapitän der Strikers. Endlich greifen sie an, dank ihres Kapitäns, der sie anführt. Shakesmon! Zurück zu dir, Kapitän.
Wir packen das. Das war ein dreckiges und gefährliches Foul. Der Kapitän der Strikers ist am Boden. Und Ninja wird mehr als eine Verwarnung für dieses böse Foul bekommen. Nein, nicht jetzt. Der Kapitän ist verletzt. Er muss wohl ausgewechselt werden. Lerne geduldig zu sein. Gehe nicht du zum Papagei, lass den Papagei zu dir kommen. Das ist es. Big Bo! Ich bin raus. Das Spiel geht nicht mehr lange. Spiel weiter, Ruster. Ich weiß, du kannst das. Es gibt nichts, was ich körperlich noch tun kann. Wir brauchen dich hier draußen als Anführer. Das werde ich bleiben. Das ist der Plan. Mit viel Geduld gewinnen wir dieses Spiel. Wechselt keinen Ersatzspieler für mich ein. Wenn sie sehen, dass wir ein Mann weniger sind, werden sie übermütig. Lockt sie an und dann werden sie Fehler machen. Aber Ruster! Lasst sie kommen. Bleib cool. Für Dancing Ruster hat es sich ausgetanzt. Sie wechseln keinen Ersatzspieler ein? Sind sie verrückt? Aha. Das ist für dich, Kapitän. Big Bo ist jetzt der Kapitän des Teams. Sie sind einer weniger, Jungs. War wohl doch mehr als nur eine Verletzung. Aber was ist sein Plan? Schaffen wir das ohne Dancing Ruster? Wir werden sehen. Twisting Tiger, krieg diesen Pass! Meiner, ganz meiner. Aber der Ball rutscht auf der Pfütze weg! Airborne Scorpion, jetzt! Lauf vor! Vorsicht, Super Strikers! Jetzt gibt's Ärger! Der Torwart ist unten! Sieh dir das an! Nein! Sie nennen ihn nicht ohne Grund, The Block! Auf geht's! Chase, nicht im Abseits und hat freie Bahn! Er setzt an und... Er schießt! Nein, zurück an Matador! Er schießt und... Nein, warte! Der Ball steckt im Schlamm fest! Und das Wettrennen beginnt! Kann Shakes das Tor für seinen verletzten Kapitän machen? Tor! Was für ein Wettkampf! Unglaubliches Spiel! Hoffen wir, dass die Strikers Ruster im nächsten Spiel wieder dabei haben! Das war unglaublich, Alter! Habt ihr Ninjas Gesicht gesehen? Hombre, wie bist du auf diese Taktik gekommen? Riskant, aber... sie haben es einfach nicht kommen sehen. Das war alles seine Idee. Unser Kapitän. Gute Arbeit. Und jetzt werde wieder gesund, Kapitän. Ihr hattet Glück, Strikers. Wie jeder weiß, vergeht Glück auch einmal. Wir werden sehen, wer beim nächsten Mal gewinnt. Yeah, beim nächsten Mal. Oh.